Wintersport im goldenen Herbst. Das gab es heute in Bad Freienwalde. Dort traten rund 150 Teilnehmer aus Polen, der Ukraine, Estland, Lettland, Südkorea und Deutschland bei den offenen Landesmeisterschaften von Brandenburg gegeneinander an. Statt auf Schnee sprangen sie auf Matten im Spezialsprunglauf und in der nordischen Kombination. Das Schanzenrevier Bad Freienwalde ist das nördlichste Skisprungzentrum Deutschlands.